Okay, also Freunde, Naruto hat jetzt 20 Jahre Jubiläum gefeiert im Anime, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Wann kam Naruto raus? Doch, im Anime. Naruto kam euch um 2000 raus, also muss es Anime gewesen sein. So, wir haben das Anime-Jubiläum an dieser Stelle und Studio Piro hat uns komplett überrascht und einen 10 Minuten neu animierten Naruto-Trailer gemacht. Also es wird auf Instagram, Twitter, auf allen Seiten, auf TikTok sehr stark als Trailer gelabelt. Ich habe auch in meiner Ankündigung extra Trailer gesagt und ich habe auch in dem Titel bei Twitch Remake reingeschrieben. Per se ist das kein Remake, es kommt keine neu aufgelegte Naruto-Serie oder irgendwas dergleichen. Wir haben diesen Clip hier bekommen mit 10 Minuten, der soll so ein bisschen Naruto nochmal Revue passieren lassen, feiern, aber es geht hier nicht darum, dass eine Serie beworben wird, wo Naruto nochmal neu aufgelegt wird. Darum geht es hier nicht. Ist es wahrscheinlich, dass es irgendwann mal kommen kann? Weiß ich nicht. An sich nicht so sehr, wenn du überlegst, dass Boruto noch läuft, da eher das Augenmerk mal drauf liegt und was würde eine Naruto-Serie neu aufgelegt bringen? Die Leute würden sich ja nicht den Manga kaufen, weil das ist ja schon alles lange vorbei. Also der Grund wäre nicht dazu da. Aber was mich natürlich freuen würde, wäre eben, wenn das hier Anklang findet und eventuell irgendwo in irgendwelchen japanischen Head Offices darüber geredet wird, hey, schau mal, die Leute sind noch nostalgisch gegenüber von Naruto. Eventuell könnten wir einen Film machen, der in der Naruto-Epoche spielt, aber nach dem Ende von Kaguya. Ja? Sowas würde ich mir cool vorstellen, aber wir haben nichts bestätigt. Also wir sind in Boruto-Fillerland gefangen mit ab und zu geilen Canon-Folgen und das ist halt nur so ein Ding, um das 20. Jubiläum zu feiern. Ich würde sagen, wir gehen an dieser Stelle rein. Ich finde es auch ein bisschen krass, dass sie einfach hier die Idee geklaut haben mit den Minuten. Nein, Spaß. Und ja, ich bin sehr gespannt. Es wird ein nostalgischer Trip. Ich werde wahrscheinlich die ein oder andere Träne, Mähne vergießen. Es sind ja noch gute Soundpieces dabei. Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Es sieht halt... Ich habe schon ein paar Clips gesehen, ne, und es ist einfach ein anderes Clean-Level. Digga, stell dir mal vor, fuck, Demon Slayer, man, stell dir vor, Talis Ende, boom, Junge, beste Animation. Alter, das wäre einfach ein Vibe. Spaß, Demon Slayer-Fans, ich liebe Demon Slayer, aber... Naruto, wir sind die OGs, man, ihr wisst es alle. Ihr wisst es alle. Naruto ist OG-Stuff, man. Oh, fucking G, man. Es ist so geil. Oh, wie geil ich das sehen würde mit so einer Animation. Sasuke, Junge. Oh. Keine Intuition, das ist ein bisschen Sage. Weil ich dein Freund bin. Ich kann nicht übersetzen, ich weiß alles, Digga, auswendig. Naruto-kun. Ja, Mann. Die Schaukel. Oh, der Steg. Sasuke hat auch schon noch der Freiheit gesucht. Immer. Look at my boy, Digga. Er sieht einfach aus wie ich auf diesem Foto. Das ist einfach Ruffy ohne Brille mit blonden Haaren, oder? 1:1, Junge. Ich liebe diesen kleinen Scheißer. Oh. 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 Oh, mein Herz. Oh Gott. Erinnerung. Ich find's auch sehr gut, wie Sakura hier einfach strikt ignoriert wird. Lol. Digga. Warte. Digga. Bruder, was geht denn bei Sakura ab? Was ist denn bei ihr los? Was ist denn bei ihr los? Es wurde hier ein neues Naruto-Kanon präsentiert. Und zwar, Sasuke bietet sein Essen Naruto an. Und in dieser Timeline von Naruto kommt es dazu, dass Naruto das gefällt. Und dann küssen die sich, weil die auf ein Date gehen. Das ist das neue Kanon von Naruto. Ne? Würde ich nur kurz gesagt haben. Ey, Kensei Kakashi. Junge. Andere Clean. Sharingan nochmal alles ausgepackt hier. Das war auch Cold Ass im Manga, das Panel. Ey. Rock Leader. Ey, die Goats. Boah, Alter. Ey, das gibt's immer zum Weiß. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Aber diese Szene, ich stehe hier. Mit dem Sakura-Squad. Diese Szene von Sakura, Digga, ist gut. Ist gut, war nice. Sakura, big win in dieser Szene. Da bin ich bei ihr, 100%. Oh, die Haare. Junge, Schulden. Oh, das Schmadu. Oi. Ja, okay, ey, seien wir ehrlich, Lee gegen Gaara. Lee gegen Gaara, die können animieren, was sie wollen, aber das kann nicht mehr getoppt werden. Das ist nicht topper. Geht nicht. Ja, ja, die Szene, wo er Furz haben wir mal ausgelassen, ne? Wo er mit dem Furz gewinnt eigentlich, Sasuke.
Mittel. Ja, Mann. Kommen wir jetzt alle Openings nach und nach? Oh, Bro. Solche Vibes, Alter. Oh, shit, Mann. Das war so eine geile Zeit. Ey, das ist gar nicht. So geil war das. Ja, Mann. Das war so ein Hype-Shit, Digga. Als er gegen Nate gekämpft hat und ihn auch den Dialog gedroppt hat. Boah, Bro. Den Kampf würde ich nochmal eine geile Animation wiedersehen wollen. Das wäre nice. Temari gegen Shikamaru, Junge. Ey, die Entrance, ne? Die Entrance. Endlich, ey, er ist in Clean animiert. Wir müssen mal kurz an dieser Stelle zurückgehen und uns die Frage stellen. Okay, das ist ja jetzt ein Remake, okay? Wie sah denn die Originalszene eigentlich im Anime aus? Wie sah es denn eigentlich aus, als Sasuke bei den Schulenprüfungen zu spät kam? Die Antwort, der Bruder hat sich wahrscheinlich ein paar illegale Substanzen gespritzt und seinen Nacken, seinen Hals, ich weiß nicht, was damit los war, aber... Ja, das war schon, ne? Das war schon nicht ohne damals. Das war schon ziemlich different. Aber sofort die Transition in den Gaara-Fight. Der war auch sehr, sehr clean, Mann, ey. Sehr geil. Und jetzt geht's richtig los. Habt ihr gesehen, Junge? Oh, Itachis Entrance war auch so wild. Das war clean, oder Guys? Das fand ich gerade mega clean. Diese Transition von Itachi gegen Sasuke in Naruto Tsunade? Boah, schon geil. Schon geil. Und jetzt so, erstmal schnippst dann so. Boah, süß, Junge. Naruto ist so geil, Digga. Ich liebe Naruto. Das ist der beste Anime. Das Legenden-Opening. Ey, Krankenhausdach. Oh, Chat, ich will jetzt was sagen, ne? Ich will jetzt was sagen, aber ich habe echt Angst, dass ich mich für immer ins Aus katapultiere. Sag ich das, Digga, oder mache ich das lieber für mich? Ich glaube, es ist natürlich sehr viel Nostalgie, die gerade durch meinen Körper fließt. Aber, ja, sag schon, Sasuke. Ich würde sogar fast sagen, für mich, vielleicht, weil ich das auch live miterlebt habe, über Jahresabstände, die Naruto vs. Sasuke Fights sind vielleicht für mich more iconic, als so Son Goku und Vegeta. Naruto gegen Sasuke, für mich hat so einen Wert, so ich... I don't know, man. Das ist so... Also, auf schonen Landschaft gesehen ist Sasuke gegen Goku obviously more iconic. Das ist klar. Goku gegen Vegeta ist more iconic, ganz klar. Aber für mich persönlich, ich glaube, ich gehe eher mit Sasuke und Naruto. Ich hab's gesagt. Aber Chat ist ein bisschen bei mir. Oh, der Wassertank, Junge. Ey, wenn gleich die Fights kommen von unseren Boys, ne? Shit, man. Auf Devilman Crybaby. Wenn gleich der Fight kommt von unseren Jungs, ne? Ich werde das nicht aushalten. Alter, der Rucksack war anders für die damals. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber Sasuke. Er ist ein bisschen Ehrenmann. Er hat schon gesagt, Sakura, danke für alles. Er war wirklich dankbar. Nein, es war nicht weggekorbt. Er musste Prioritäten setzen, aber er war wirklich dankbar. Er war wirklich dankbar. Big winner an Sasuke an dieser Stelle. Nein, die haben geskippt! Haben die geskippt, die Kämpfe von meinen Boys? No way! Oha, der Schrei von Naruto. Okay, nein. Big L. Okay, meine Damen und Herren. Also, nicht nur wurden hier gerade die Fights von meinen Boys geskippt. Es ist noch was anderes passiert. Warte. Seht ihr das hier? Ich kann das einfach nicht fassen. Die haben Sasuke einfach genervt. Was Sasuke-chan ja damals so geil gemacht hat, in my opinion, in dieser komischen neuen Form, war, dass Kishimoto einfach dachte, ey, Bruder, ich mach ihn einfach eine Hand. Ich mach ihn einfach eine Hand als Flügel. Und ich weiß nicht, was es ist, aber ich fand das absolut geil mit der Hand. Und jetzt sehen wir hier, es sind einfach richtige boring-ass Glurak-Flügel. Nee, Mann, das ist ein Loss. Okay, jetzt. Naruto Shippuden Opening 1, bitte. Alter, Naruto, komm mal. Naruto sieht aus wie ein Baby, Bro. Er ist so süß. Guck ihn dir an. Und die Hand solltet ihr auch wegpacken, denn nächsten Monat ist Monat November, Guys. Baby. Wow. Okay. Die haben sich dafür entschieden? Papa hat auch einen Vibe, oder? Copyright, lass mich bitte in Ruhe. Ey, da musste ich kurz mitviben, Bruder. Das habe ich aber... Shit, man.
Habe ich aber anders gefühlt gerade. Digga, crazy. Digga, ey. Oh mein Gott. Er ist beigetreten. Shikamaru Nara ist gerade einfach dem Lock-in Squad beigetreten. Er hat auch eine legendäre Locke am Start, meine Damen und Herren. Ey, wisst ihr, was an Shippuden, was den Shippuden Anfang so gut macht? Naruto geht ja, nachdem er verloren gegen Sasuke, auf eine Reise, um stärker zu werden. Er kommt wieder und hat in seinem Repertoire nicht wirklich viel mehr drauf und er bekommt nur auf die Fresse. Er konnte Gaara nicht retten, Omachio musste eingreifen. Gegen Akatsuki hat er abgelost, Sasuke konnte er nicht zurückholen und Asuma-Sensei als auch Jiraiya mussten auch sterben. Er hat nur auf die Fresse bekommen, um dann halt den Turnback zu machen. Was ist ein Turnback? Ich weiß nicht, aber um dann halt das Comeback zu machen und dann wirklich zum Held des Dorfes zu werden. Deswegen, weil Naruto erstmal so auf die Fresse bekommt, ist ja auch dieser Part, wo er dann gegen Pain gewinnt, so verdammt stark. Das macht Naruto Shippuden so gut. Das ist halt dieses, was sich abwechselt. Wisst ihr, Sasuke, bei Sasuke läuft's gut, bei Naruto läuft's scheiße. Dann läuft's bei Sasuke scheiße, bei Naruto läuft's gut. Immer so ein Hin und Her. Und das ist harmoniert in der Story richtig gut. Und deswegen warst du zu Peak-Zeiten Naruto Shippuden immer sehr invested darin, was in der Story passiert. Das ist eine der größten Stärken dieser Serie. Digga, ey, das hat egal, das ist aber auch anders clean, dieses Special. Oh. Oh, nicht schon wieder. Okay, was kommt jetzt für ein Song gleich? Opening 7? Oder Opening 6? War das Opening 6? Opening 6 oder 7? Okay, ich bin gespannt, was kommt jetzt? Ja, es ist 6. Shit, man. Shit. Itachi, Digga, du bist einfach. Oh. Das Blut into Tränen, meine Damen und Herren, einmal mitnehmen. Das Blut into Tränen. Alter, das könnt ihr noch nicht machen. Digga, habt ihr Naruto schon mal so gesehen? Habt ihr ihn schon mal so gesehen, wie er hier ist? Digga, diese Tränen, Alter. Shit, Mann. Das Eis, die Paints und das Jutsu der Druckwelle. Nein! Ein L. Ein weiteres L. Sie haben nicht... Guck mal. Sie haben Naruto nicht mit dem Mantel hier gezeigt. Oh no. Naruto nicht mit dem Mantel gezeigt. Ist bisschen L, Digga. Bisschen ist es L. Sag ich dir ehrlich. Bisschen L ist das. Imagine! Imagine Naruto Shippuden Remake mit so einer Brutalität. Oh mein Gott. Das wäre, ey, aber ich sag's dir, der Animator, der das gemacht hat, der hätte nochmal ein persönliches Anliegen mit Danzo gehabt. So 100%. Mein Hate, und komm, mein Hate. Ja. Digga, Naruto, einmal nochmal kurz Revue passieren, warum Naruto der krasseste Goat ist. Alle sagen zu Sasuke, Sasuke, dein Weg ist falsch und du bist voll kacke und ich weiß es besser. Naruto, Bruder, ich schwöre, ich verstehe, was du durchmachst und ich sage dir ehrlich, die haben so viel Scheiße gezapft. Wenn ich an deiner Stelle wäre, ich hätte auch gemacht. Ich verstehe dich, Bruder, ich bin bei dir. An sich, wir können die Welt auch zusammen zerstören. Naruto, einfach the biggest G. Digga, mein Naruto. Und Kushin, Junge. Kushin Ebel. Ich sag dir ehrlich, egal wie oft ich die Szene gesehen habe mit Kushina und Naruto, ich hab immer ein bisschen, bisschen Pipi in den Augen. Muss ich leider zugeben. Hat sich immer gehabt. Da ist er, Junge. Der Boy. Drei Kage ist auf Pisse gegen ihn, Junge. Was kommt jetzt? Opening 16? Opening 16. Also, es muss Opening 16 kommen. Es kann nur Opening 16 sein. An die drei Neji-Fans da draußen, mein Beileid an dieser Stelle für Neji. Sasuke is back! Digga, Sakura nochmal clean gemacht hier. Digga, der Moment, ne? Das war der Moment, da war ich im Manga aktuell zum ersten Mal. Zum ersten Mal, das ist meine Anfangsphase in diese ganze Internetwelt von Naruto. Ich habe Anime geschaut und dann habe ich aufgeholt, dann habe ich Manga gelesen und dann habe ich, ganz weit gelesen und dann war ich hier war ich, glaube ich, zum ersten Mal aktuell. Und das hat so reingejallert, ne? Da habe ich echt, also wirklich,
Das war ein ganz besonderes Gefühl, zu sehen, dass mein Anime-Manga der Jugend so zum Ende geht oder dass das Team 7 wieder das. Boah, das waren Vibes, Alter. Das waren heftige Vibes. Alter, warte mal. Ich weiß, dass ich eben hier ein paar Szenen verpasst habe. Oh. Shit. Die haben ja in diesem Video auf Madara richtig gekackt, ne? Also da gab's ja fast gar nichts. Geil auch nicht, ne? Einfach gekackt drauf. Jetzt mal, na, Madara, nicht mal da. Oh, Revolution. Oh, Sasukis männliche Träne. Oh, Digga, sie wurde nochmal gedroppt. Oh, Bro. Ey, stell dir vor, der Anime wäre so gewesen. Road to Naruto, 20 Jahre. Das war ein Trip, Digga. Das war auf jeden Fall ein Trip. Es tut wirklich echt gut, muss ich sagen, nochmal so Material zu sehen und auch zu sehen, dass sich viele Leute darüber freuen und das Ganze auch feiern und nice annehmen und gerne verfolgt haben. Es ist ja immer ganz normal mit Anime und Manga, sobald eine Serie zu Ende geht, fängt so eine Phase der Nostalgie an. Das hat mir bei Naruto gehabt, auch nachdem Netflix gedroppt hat. Und ich hatte das Gefühl letzte Zeit, dass Naruto so ein bisschen, so deplatziert wurde und als ob das so der größte Dreck wäre und keiner das mehr so richtig feiert, weil es halt länger vorbei ist, ne? Und das freut mich, dass wir das nochmal hier haben und alle das nochmal feiern und alle im Chat auch so, ja Mann, geil, weißt du noch damals hier und da. Naruto war eine sehr, sehr geile Serie, einer der besten Serien, einer der inspirierendsten Serien. Natürlich hat es viele Fehler gehabt, so wie viele andere Leute schon auch und so. Aber Naruto hat mich auf jeden Fall heftig geprägt, bis heute noch. Naruto ist ja mein Lieblingscharakter of all time. Naruto besser als AOT, gibt's endlich zu. Guck mal, das ist die Sache. Ich habe das schon mal erklärt, ne? Welche Anime mir on top ist, das ändert sich immer, je nachdem, wie das der Vibe ist, ne? Und man muss einfach sagen, Naruto ist so der Anime, der mich Kindheit, frühe Jugend am meisten geprägt hat, und Attack on Titan ist so der mich als junger Erwachsener sehr, sehr stark berührt hat. Ne? Das sind so zwei Serien, die verschiedene Einflüsse auf mich gehabt hatten. So. Deswegen, ich kann da mal ganz schwer differenzieren. Naruto ist halt für mich, guck mal, Naruto ist für mich immer der Anime, den ich am meisten in der Kindheit geschaut habe. Ich mochte One Piece, ich mochte Dragon Ball, aber ich habe nicht so reingesuchtet wie Naruto. Naruto war immer das, was ich am heftigsten konsumiert hatte. So.